Lieber Gott, was habe ich mir gerade bestellt? No! Okay, Leute, wie ich es vermutet habe, es ist extremst durchsichtig, ne? Hoffentlich wird das Video nicht gesperrt. So, das nächste Oberteil ist einfach nur Katastrophe. Look at this. Oh mein Gott, endlich ein Kleid, was ich mag! Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und heute gibt es einen Gucci-Haul. Nein, Spaß, Leute. Ich hatte einfach nur keine schöne Tüte gefunden, deswegen habe ich einfach irgendwelche random Tüten in meinem Zimmer genommen. Heute teste ich mal wieder mit euch zusammen China-Shops und zwar geht es heute um Yesdal und Zaful. Ich glaube, ich habe über 300 Euro circa für Klamotten ausgegeben, weil ich Online-Shopping einfach liebe und die Sachen sehen auch ein bisschen K-Fashion aus, was mich sehr angesprochen hat. Ich habe auch ein paar kosmetische Sachen gekauft, was ich euch aber in dem Video nicht zeigen werde. Ich zeige euch nämlich heute nur den Klamotten-Haul. Dann würde ich sagen, wir starten mit dem China-Shop-Test-Haul und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. So, das erste Teil ist einmal so eine coole Hose hier. Ich fand die einfach so cool, weil die nicht wie so eine normale Jogginghose ist, sondern ein bisschen spezieller. Auch mit diesen Taschen hier an der Seite und mit diesen coolen Chain hier. Gekostet hat sie 20,78 €. Ich habe keine Ahnung, warum 78 Cent. Entweder 20 Euro oder keine Ahnung, aber 78 Cent ist ein bisschen ungerade. Ich zeige euch mal, wie sie aussieht, wenn sie getragen wird. So sieht die Hose getragen aus. Ich finde sie einfach mega. Mega schön. Die sieht exakt aus wie auf dem Bild. Ich finde aber diese Kette hier sieht ein bisschen billig aus, wenn man näher drauf guckt, aber von Weitem geht das total klar. So, ich habe jetzt keinen Bock, meine Kamera umzustellen, deswegen stelle ich mich mal auf den Stuhl, damit ihr es auch mal von unten sehen könnt, wie es aussieht. Also es hat hier hinten auch noch so einen Gummizug, was man vorne aber nicht sieht, was ich auch mega cool finde. Deswegen kriegt die Hose für mich einen Daumen hoch. Oder lass es mal mit Zahlen machen. Also ich gebe dieser Hose hier eine 10 von 10. Das nächste Oberteil ist ein Longsleeve-Pullover, ein bisschen crop-mäßig und hat einen W-Ausschnitt und ich finde den einfach mega krass schön. Der sieht auch exakt aus wie auf dem Bild. Gekostet hat er 23,57 € und ich finde den... Ich finde den schon ein bisschen teurer, weil ist eigentlich voll der schlichte Pullover. Ich glaube, wenn ihr zu H&M oder so geht, dann würdet ihr, glaube ich, denselben Preis erzielen. So, da haben wir einmal das süße Oberteil. Es ist einfach so schön. Aber was ich nicht verstehe, ist das hier. Was soll das sein? Kann mir es mir vielleicht einer erklären? Also ich habe mir am Anfang gedacht, okay, vielleicht ist es so, damit du es in dein Sport-BH stecken kannst, wenn man sich irgendwie bewegt, dass man nichts sieht. Aber ich meine, mein Gott, ey, du trägst ja da drunter ein Sport-BH. Ne? Ist jetzt auch nicht so schlimm. Vor allem, wenn man das macht, dann sieht das jetzt auch nicht so geil aus. Und hinten hat das genau dasselbe hier. Also ich finde es schon echt nervig. Ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie tanzt oder so und das auf einmal so rauskommt, dass das nicht so geil aussieht, ne? Also entweder lasse ich es einfach so oder ich schneide es irgendwie ab oder ich tacker das irgendwie dran oder so. Aber das Oberteil ist einfach super, super cute. Auch mit dem Gummizug hier unten finde ich mega krass schön. Und das sieht noch mega stylisch aus. Also zum Tanzen ist auf jeden Fall top. Und wenn ihr das noch so ein bisschen hochcroppt, dann kann man euren Sport-BH noch ein bisschen sehen, wenn ihr das wollt, irgendwie für Bilder oder whatever. Aber mein Sport-BH passt gerade nicht dazu, weil er rot ist. Ich finde so ein weißer besser, aber ist natürlich eure Entscheidung. Von mir gibt es 8,5 Punkte aufgrund von das hier, weil ich einfach nicht weiß, wofür ich das gebrauchen kann. So, als nächstes haben wir irgendwas in so einer komischen Tüte. Ich habe schon wieder vergessen, was es ist, aber jetzt weiß ich es wieder. Und zwar Strümpfe. Da war so eingeknickt drin und ich hatte keine Ahnung, was es ist. Ich habe mir einmal so klassische Kniestrümpfe bestellt. Die haben jetzt 8,25 € gekostet, was vom Preis eigentlich auch normal ist. Aber wenn ihr so überlegt, das kommt aus China, wo man denkt, okay, es kostet ein paar Cent oder so, ist das schon ein bisschen teurer. So, das nächste Teil, was zu einer meiner Favorites gehört, ist einmal so ein Top hier. Ich finde das so krass schön. Das ist von Zaful und hat knapp 15 Euro gekostet und ich liebe es einfach. Ich habe es noch nie irgendwo in einem Laden gesehen. Deswegen bestelle ich so gern aus China-Shops, weil solche Sachen gibt es
eben nicht in Deutschland, also in deutschen Shops. Zumindest weiß ich nichts davon. Also ich finde das auf jeden Fall mega schön mit dem Schulterfrei und dann mit dem Reißverschluss in der Mitte und dann noch so ein Chain. Ich finde das einfach so krass schön. Das sieht einfach aus wie dieser K-Pop-Style. I just love it. So sieht das Oberteil getragen aus. Ich musste die Träger schon sehr weit nach unten ziehen, weil wenn das so weit oben ist, dann sieht das total komisch aus. Aber im Allgemeinen finde ich es sehr schön. Ihr müsst aber unbedingt einen trägerlosen, nudefarbenen oder weißen BH drunter tragen, denn sonst ist es sehr krass durchsichtig. Was ich auch sehr schön finde mit dem Reißverschluss, das sieht man ja auch nicht jeden Tag. Und natürlich mit diesem Chain hier. Ich finde, das passt sogar zu dem Outfit. Ich denke aber, das wird mehr zu der schwarzen Hose passen, aber dann ohne den Chain, entweder den Chain hier ab. Ich glaube, ich würde lieber den an der Hose wegmachen, aber ich war jetzt leider zu voll, um die schwarze Hose nochmal anzuziehen. Aber das Top ist einfach mega schön. Ich finde es so schön. Also, das Top hier kriegt von mir 9 von 10 Punkten. Ich habe mir nochmal eine Jogging-ähnliche Hose bestellt und zwar sieht die fast so aus wie die erste Hose, die ich euch gezeigt habe, die schwarze. Dennoch hier die Fäden gehen schon ein bisschen raus, was nicht so schön ist. Also im Allgemeinen kann man sagen, die Verarbeitung ist jetzt nicht so krass. Ich finde auch die schwarze, um ehrlich gesagt, schöner. Die kostet sogar 5 Euro mehr, also 25 Euro. Diese Hose hat jetzt auch nicht diese Kette an der Seite. Es gibt auch keine Schlaufen, die diese, wo du diese Kette befestigen kannst. Aber dafür gibt es halt so einen Gummizug, wo ihr dann eure Größe individuell verstellen könnt. Tada! Hier haben wir einmal die fast selbe Hose wie die schwarze. Die ist richtig bequem, ne, muss ich euch sagen. Also das ist so, so ein Stoff, der fühlt sich so kuschelig an. Ich würde den aber eher für Sommer empfehlen, weil der schon extrem dünn ist. So, ich habe mich jetzt nochmal auf den Stuhl gestellt und ich habe übrigens mega süße Pink Hello Kitty Socken an. Ignoriert die, falls ihr die seht. Ich finde die mega schön. Von mir gibt es 8 Punkte von 10. Ja, ja, Leute, ich weiß schon. Warum 8 Punkte? Ich habe die Teile doch so krass gelobt. Warum keine 10? Ich würde einem Oberteil nur eine 10 geben, wenn ich das Oberteil einfach so atemberaubend krass schön finde. Also das ist jetzt wirklich meinen Erwartungen entsprochen. Dennoch persönlich finde ich es nicht so wunderschön, wo ich sagen muss, so, oh mein Gott, ey. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, da habe ich mir einmal so ein klassisches Top bestellt. Ich habe dasselbe auch nochmal in rosa bestellt. Die Sache ist, da drin ist so ein extra BH-mäßiges Teil hier. Und das könnt ihr aber auch rausnehmen. Und ja, ich finde, auf den ersten Blick sieht es nicht so krass aus wie auf dem Bild. Ich finde, das erinnert mich eher so an so ein Sport-BH. Ich kann leider gerade nicht reingucken, wie viel das gekostet hat. Irgendwie, ich glaube, das ist ausverkauft oder so. Deswegen kann man da nicht mehr reingucken, was ich blöd finde. Aber ich glaube, das lag zwischen 5 bis 8 Euro. Hier habe ich dasselbe nochmal in rosa. Zeige ich euch mal kurz. So, das nächste Oberteil ist einfach nur Katastrophe. Also ich glaube, ich würde es am liebsten nur nicht mal einen Stern geben. Also an sich ist es gar nicht mal so krass schlecht, ne? Aber erstens, es ist mir viel zu klein irgendwie. Vor allem, wenn ich die Träger so ein bisschen hochziehe, dann ist es hier so eine kleine Speckfalte. Ich bin ja schon extrem dünn, ne? Ich sage ja eigentlich XS und wer soll denn da reinpassen, bitte? Also so ist es eigentlich gemütlich. Ich merke auch nichts von, aber wenn man halt genau hinguckt, ist da halt diese Speckfalte. Zweitens, was mich total nervt, ist das da drin. Ich habe euch ja gesagt, es kommt mit so einem extra Pad-mäßig, damit es nicht so krass durchsichtig ist, drin. Aber es ist halt extra und es sieht halt, ja, man sieht schon, dass da was drunter ist. Deswegen ist es sowas von schlecht. So, Guys, ich habe mal jetzt ein bisschen experimentiert und mich letztendlich für diese Variante entschieden. Ich habe jetzt das Pad-Ding rausgenommen. Zum Glück gibt es eine Öffnung, wo ihr die rausnehmen könnt, weil sonst wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich so einen durchsichtigen BH oder so ein Crop-mäßiges Top drunter getragen und die Träger reingesteckt, weil ich habe keine Lust, das zurückzuschicken wegen den paar Euro. Und so sieht das eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich muss die Träger echt abschneiden, weil wenn man die hier so reinsteckt, sieht man die ein bisschen noch. Aber eigentlich geht's klar. Aber ich würde trotzdem, also so würde ich eine Punktzahl, ich glaube
5 geben, 6, weil es sieht ja nicht so schlecht aus. Einfach ein normales Top mit so ein bisschen Streifen. Aber das, was ich vorher getragen habe, ich würde, glaube ich, ehrlich einen Punkt geben, weil es gar nicht geht. Welcher normale Mensch wird so rausgehen? So, ich habe dasselbe auch nochmal mit dem rosa Top gemacht und ich finde, rosa ist einfach viel, viel schöner. Erstens aufgrund, weil rosa meine Lieblingsfarbe ist und ich finde das Top irgendwie länger als das andere oder kommt es mir nur so vor? Also ich habe jetzt auch die Träger reingesteckt und die sieht man auch kaum, ne? Also viel besser als bei dem anderen. Vielleicht lag das bei dem anderen, weil es einfach weiß war und so finde ich das einfach mega schön. Auch in Kombination mit dieser Hose hier finde ich das mega stylisch. Also das Top hier kriegt von mir so jetzt 7 Punkte von 10. Dann habe ich mir einen Zweiteiler bestellt. Also das Oberteil kann ich euch schon mal zeigen. Das ist so ein schulterfreies, crop-mäßiges Top. Und einmal ein Rock, denke ich, dass es ein Rock sein soll. Also es ist extrem komisch und kurz irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gleich umbinden soll. Vor allem, es ist extremst durchsichtig einfach. Das Ganze hat 12 Euro gekostet und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Lieber Gott, was habe ich mir gerade bestellt? Ey, ich hatte gerade so einen krassen Struggle mit dem Unterteil. Kommen wir erstmal zum Oberteil. Also das Oberteil ist schon mal nicht schlecht eigentlich, ganz süß, aber es tut hier verdammt weh, weil das einfach so krass eng ist. Auch das Material ist sehr, sehr kratzig. Vor allem, Leute, ich habe schon krass dünne Arme. Ich will an den Arm zunehmen. Und wer soll bitte da reinpassen? Das tut echt nach einer Zeit weh. Also ist echt unangenehm. Auch hier oben juckt das total. Oh mein Gott, das Material ist so krass kratzig. Aber das ist ja nicht das Schlimmste, sondern dieser Rock hier. Also, der Rock kam erstmal in so, und habe ich euch ja vorhin gezeigt, dieses einfach so ein langes Stück und ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen soll, weil eigentlich könnte man ja Röcke einfach nur anziehen oder Reißverschluss und fertig. So, da musste ich erstmal 2 Runden um meine Taille hier so wickeln und dann binden und diese Schleife ging irgendwie 3 Meter lang und oh mein Gott, ich musste es 2-mal umbinden, genau wie der Rock selbst und das sieht einfach scheußlich aus. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so schrecklich aussieht wie in echt, aber ich würde es never ever, glaube ich, draußen tragen. Vor allem, weil das so extrem kurz ist. Ihr habt keine Ahnung, wie kurz es gerade ist. Ich werde mich jetzt auch nicht umdrehen, weil es schon sehr krass kurz ist. Also im Allgemeinen würde ich dieses Outfit 2 Punkte geben aufgrund des Oberteils. Es sieht nicht schlecht aus, aber der Rock, ich glaube, ich kann den wegschmeißen. Ich finde, auf den ersten Blick so in der Kamera sieht das gar nicht so krass schlimm aus, aber in echt sieht das so schrecklich aus. Vor allem, ich habe hinten auch nur so ein Gemetzel, das sieht einfach no! Das nächste Oberteil ist einer meiner Favorite Pieces und zwar ist das dieses Hemd hier, beziehungsweise Jacke. Das ist K-Style, Leute, sowas. Ich liebe es einfach. Es ist so krass kuschelig von innen und von außen und es fühlt sich total hochwertig an, vor allem, weil auf dem Bild, also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so krass Ähnlichkeit hat mit dem Bild. Gekostet hat das Ganze 23 Euro, was ich total in Ordnung finde, weil die Jacke einfach so hochwertig ist, vor allem mit der Verarbeitung und die ist sogar so ein bisschen dicker, also könnt ihr die auch als Jacke für draußen nehmen und ich finde sie einfach so, so beautiful. Meine Lieblingsjacke, meine neue Lieblingsjacke, oh mein Gott, die ist einfach so krass schön. Ich finde sie so schön. Ich bin einfach so in love. Die ist einfach so casual-mäßig und die ist so comfy. I just love it, guys. Vor allem, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass die so billig ist, weil, guck mal, die ist so, die hat sogar hier so Knöpfe und hier überall und die kostet einfach, glaube ich, was habe ich gerade gesagt, 20 Euro? Ich kann es nicht glauben, 23 Euro, ne? Und ihr könnt die auch zumachen, wenn ihr wollt und oh mein Gott, ich finde sie so schön. Ihr könnt die auch über der Schulter tragen, so. Aha. Von mir gibt es 10 von 10 Punkten, also Daumen hoch. Dann habe ich mir einen Gürtel bestellt im Schlangenmustenleder. Der hat 5 Euro gekostet und der sieht eigentlich auch aus wie auf dem Bild. Also für 5 Euro ist es echt günstig für so einen Gürtel. So, dann habe ich mir was für den Sommer bestellt und zwar so eine cute Shorts. Wird immer wieder Zeit für eine ganz schlichte Shorts ohne Löcher und alles. Ich bin nicht mehr so ein krasser Fan von Löchern irgendwie in Hosen. Und die ist nicht zu lang und nicht zu kurz, also auf dem ersten Blick. So sieht die Shorts getragen aus. Ich hatte schon direkt am Anfang
anhand von ein paar Struggles. Erstens, oh mein Gott, ich musste da mit der Schere erstmal ein Loch reinmachen, weil das nicht durchging. Irgendwie wurde das zugenäht, diese Öffnung. Oh mein Gott, das hat einfach Jahre gedauert. Und zweitens lag es an diesem Knick hier. Und zwar habe ich zweimal umgekrempelt, aber irgendwie ist es in der Mitte. Es nervt mich irgendwie. Ich glaube, vielleicht muss ich das bügeln erstmal, diese Falte, damit es so bleibt und vielleicht auch ein bisschen flacher wird. Weil hier fühlt es sich schon ein bisschen komisch an. Aber eigentlich für den Sommer finde ich das ganz cute. Ich glaube, man kann das sogar... Also so würde ich die nicht tragen, weil ich finde, das sieht nicht so geil aus. Ich weiß nicht. Oder ihr könnt die halt so tragen. Aber trägt die denn jemand so? Also dann... Ich glaube, das ist ein bisschen zu lang. Also ich finde, das ist nicht so schön. Ich lasse es mal lieber so. So, die Hose hat auch mal vorne und hinten zwei Taschen, was ich gut finde. Und ihr könnt auch ein Gürtel dran machen, wenn ihr wollt. Diese Shorts kriegt von mir 7 Punkte von 10 aufgrund von das hier, was mich gerade so nervt extrem, wenn man geht und so. Aber sonst finde ich sie einfach super cute. Ich bin ja momentan total obsessed with Dresses und Miniröcken. Deswegen habe ich mir einen süßen Minirock bestellt, kariert. Der hat mal wieder auch so ein Chain an der Seite. Ich liebe diese Chains einfach. Die geben so dem Outfit noch das gewisse Etwas. Und das war in einer extra Verpackung. Die habe ich jetzt aber einfach dran gemacht für euch. Das hat noch so einen Reißverschluss hier hinten. Gekostet hat der Rock 12 Euro, was ich auch total in Ordnung finde. So, mir ist der Rock, wie ihr erraten könnt, ein bisschen too big. Also so wäre er perfekt, also noch ungefähr 1,5 cm kleiner, enger. Vielleicht kann ich ja so einen Gürtel drum machen, vielleicht auch den Gürtel, den ich gekauft habe. Aber Schlangenmuster und kariert passt, glaube ich, nicht so. Vielleicht so einen schlichten schwarzen oder weißen. Was ich mega schön finde, ist diese Kette an der Seite hier. Das sind auch so drei Parallelen, also nicht nur ein Chain, wie bei der Hose, die ich gekauft habe, sondern wirklich drei Stück. Es war ein bisschen schwer, die hier dran zu machen, aber eigentlich ging's. So, ich gehe jetzt einfach nur noch so rum. Oder ich nehme mir eine Sicherheitsnadel und mache die hier dran. Aber ich finde, wenn man eine Sicherheitsnadel dran macht, dann sieht man das und das sieht irgendwie auch blöd aus. Also bleibt mir nichts anderes übrig als der Gürtel. Aber mit der Größe finde ich es auch nicht so schlimm, weil ich bin ja schon extrem dünn. Deswegen vom Rock allgemein her würde ich wirklich eine 8 geben. Ich finde den einfach sehr schön. Dann haben wir einen Pullover. Ich glaube zum ersten Mal jetzt mit Pulli, ne? Der ist so krass flauschig, Leute. Oh mein Gott, der ist sogar von innen flauschig. Was so krass ist, weil ich hasse es, wenn Pullover von außen flauschig sind, aber von innen dann so ein kaltes Material haben. So sieht der Pullover aus. Ich hätte nicht gedacht, dass er crop ist, weil auf dem Bild sah das nicht wirklich so krass crop aus. Ich finde irgendwie, das Material sieht aus wie so von Schafsfell. Ganz ehrlich, ich will den am liebsten zum Schlafen benutzen. Ich finde den einfach so krass flauschig, wenn ihr das gerade fühlen könnt. Oh mein Gott. Gekostet hat der Pullover 18 Euro. So sieht der Pullover aus und er sah genauso kuschelig an, wie er sich anfühlt, wenn man ihn anhat. Oh mein Gott, als würde ich so ein Pyjama anhaben aus Schafsfell. Ihr habt sogar so eine süße Kapuze. Also ich glaube nicht, dass ich hier jemals in meinem Leben so tragen werde. Oh mein Gott, ich sehe einfach aus wie eine Wurst. Also der ist ja schon extrem crop, ne? Also ich habe hier drunter so einen Top an und der geht genauso wie mein Crop Top. Also auf dem Bild sah der schon ein bisschen länger aus. Deswegen hat es mich auch ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe. Guck, noch meine Haare raus. Oh, so lang sind die geworden. Ja, das sieht so witzig aus. Aber Leute, der ist einfach so krass kuschelig. Aber ich weiß nicht, ob ich den wirklich draußen anziehen würde, weil er mir schon ein bisschen nach Pyjama aussieht. Deswegen gibt es von mir nur 6,5 Punkte, aufgrund, weil er einfach so krass kuschelig ist. So, kommen wir zum nächsten Teil. Das ist auch wieder ein Kleid. Leute, es kommen noch ein paar Kleider, also stellt euch schon mal drauf ein. So, das Kleid hier ist von Zaful in Weiß. Ich wollte mal so ein schlichtes weißes Kleid haben, aber wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, ist es ziemlich durchsichtig. Gekostet hat das Kleid 14 Euro. Also eigentlich ist es ja so ein Basic-Kleid. Ich denke, man kriegt diese Basic-Kleider auch schon für 10 Euro in Deutschland.
Vor allem, was mich gerade aufregt, ist, weil es einfach durchsichtig ist, ne? Also da müsst ihr entweder einen weißen BH runtertragen oder irgendwie solche Klebesticker benutzen. Okay, Leute, wie ich es vermutet habe, es ist extremst durchsichtig, ne? Deswegen werde ich mich mal jetzt so hinstellen. Also oben habe ich ein BH an, Gott sei Dank, deswegen sieht man nicht viel. Aber unten sieht man, glaube ich, fast alles. An sich ist das Kleid süß. Also wenn ihr weiße Unterwäsche trägt, dann ist das, glaube ich, noch okay. Aber es ist mir einfach viel zu durchsichtig. Ich finde, selbst wenn ich nudefarbene Unterwäsche trage, sieht man das halt trotzdem, ne? Und ich finde es nicht so krass eng anliegen. Also ich mag schon sehr, wenn die Kleider figurbetont sind. Das, vielleicht liegt es einfach an meiner Figur. Also es ist mir zum Beispiel hier ein bisschen zu groß. Aber ich glaube, den einen oder anderen wird es mehr passen als mir. So, Leute, ich zeige es mal jetzt so. Hoffentlich wird das Video nicht gesperrt. Also es hat noch so einen kleinen Schlitz hier unten, finde ich auch süß. Aber im Allgemeinen würde ich es nicht anziehen draußen, weil es einfach viel zu durchsichtig ist. Deswegen gibt es von mir leider nur einen Punkt für dieses Outfit wegen Durchsichtigkeit. Als nächstes haben wir einen Butterfly Top. Eigentlich ganz süß mit dem Schmetterlingslogo. Es sieht auch genauso aus wie auf dem Bild. Das Oberteil ist auch wieder von Zafel und hat 10 Euro gekostet. Was ich ganz cool finde, ist, das hat innen so ein netzförmiges Teil. Ich glaube, das ist auch dafür da, dass es nicht so krass durchsichtig ist. Oh, das Top sieht auch einfach mega krass cute aus. Also es ist nicht zu schlicht. Ich meine sogar, ihr könnt das umdrehen, wenn ihr nur ein weißes haben wollt. Aber ich finde das mit diesem Schmetterling hier sehr, sehr süß. Das erinnert mich ein bisschen an das Top von Blackpink. Einer von denen hat es ja getragen. Ich glaube, das war sogar Jennie. Und das erinnert mich mega krass dran. Ich habe euch ja gesagt, die Verarbeitung ist mega gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es durchsichtig ist von innen, aber ich habe jetzt vorsichtshalber einfach einen BH-Ton da gezogen, einen trägerlosen. Auch in Kombination mit dieser Hose hier finde ich es mega schön. Von mir kriegt dieses Top 8,5 von 10 Punkten. Was ist es? Ein Kleid! Ich fand das Kleid im Online-Store einfach so cute und auf den ersten Blick sieht das Kleid echt mega schön aus. Vor allem so eins in dieser Farbe hatte ich noch nie und ich finde das so schön mit diesen kleinen Blüten hier. Naja, die Fäden gehen jetzt hier auch schon ein bisschen raus, aber was soll man erwarten? Das Ganze hat ja auch nur 20 Euro gekostet. Es hat hier noch so einen Gummizug. So, wollen wir doch mal sehen, wie das Ganze angezogen aussieht. Ich reg mich gerade so verdammt krass auf, weil bis jetzt kein einziges schönes Kleid dabei war. So, das Kleid wäre eigentlich schön, wenn ein paar Kriterien beachtet werden würden. Erstens, also wer zum Teufel hat bitte so eine hohe Oberweite? Also, ey, das geht doch gar nicht, oder? Ich müsste das Kleid dann so runterziehen. Also das Kleid müsste wirklich so liegen, damit es mir überhaupt passt. Also erstens, mal abgesehen davon, dass es viel zu klein ist, aber ich müsste es echt schon hier so runterziehen oder irgendwie, keine Ahnung, so trägt das jemand so? Nee, das sieht doch nicht aus, oder? So, zweitens, es ist mir mal wieder zu groß. Es ist allgemein nicht so schön geschnitten. Ich finde, das ist irgendwie mehr gerade geschnitten als tailliert. Vor allem die Größe war ja auch sehr klein, was ich bestellt habe. Es sieht halt genauso aus wie auf dem Bild, ne? Auf den ersten Blick. Aber wenn man es anhat, sieht es einfach blöd aus. Also ich finde, Kleider sollte man nicht immer online bestellen. Es ist jetzt auch nicht durchsichtig oder so. Aber oh mein Gott, nee, ich würde es einfach nicht draußen anziehen. Aufgrund von, oh mein Gott, das sieht so schrecklich aus. Als nächstes haben wir ein Kleid. Ich bin so in love in dieses Kleid. Es ist so krass schön. Also es sieht genauso aus wie auf dem Bild. Was mich total überrascht, das Kleid hat knapp 12 Euro gekostet. Es sieht einfach genau gleich aus wie auf dem Bild. Und es ist einfach sehr gut verarbeitet. Es hat hier hinten noch so ein Verstelldings. Wenn es euch zu groß oder zu klein ist, könnt ihr es hier verstellen, was ich mega gut finde. Und ihr könnt hier unten noch verstellen. Und zwar gibt es hier so zwei Bänder, das könnt ihr dann hoch oder runter schieben und dann sieht man entweder mehr von eurer Hüfte oder weniger. Ich zeige euch das gleich. Oh mein Gott, you are not ready for this. Look at this. Oh mein Gott, endlich ein Kleid, was ich mag. Oh mein Gott, es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein schönes Kleid, also so Abend-Cocktail-mäßig.
Okay, so partymäßig. Die Farbe ist schön, der Schnitt ist schön, es ist einfach schön. Vor allem die Sache ist, ich mag es ja nicht mit so einem krassen Ausschnitt immer. Deswegen finde ich, es zeigt nicht zu viel, vor allem mit dem geraden Ausschnitt. Ihr seht ja nicht wirklich viel vom Dekolleté. Aber halt wegen dem Schlitz hier unten ist es noch ein bisschen sexy. Also es ist süß und sexy, aber es zeigt nicht zu viel und ich finde es einfach der Hammer. Und ihr könnt ja hier auch individuell einstellen, wie hoch oder wie tief ihr das haben wollt. Ich habe das jetzt so ein bisschen hoch gemacht und dann so eine Schleife rein. Ich finde das so schön, jetzt mal so mit süßen High Heels. Es ist einfach perfekt. Von was ich auch mag, ich bin einfach so überrascht, weil es so tailliert ist, also so figurbetont. Weil die anderen Kleider waren ja einfach nur so ein Schnitt. Und ich finde das hier einfach so krass schön. Leute, das Beste kommt ja zum Schluss. Und dieses Kleid kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10 Punkten. Also das Kleid hier, 10 Punkte, weil es mich einfach direkt umgehauen hat. So Leute, das war's mit meinem China-Shop-Test. Ich bin jetzt ein bisschen broke, weil ich zu viel ausgegeben habe. Ich glaube, ich muss mal in nächster Zeit ein bisschen sparen. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, welches Outfit ihr denn am besten fand. Und ja, folgt mir auf YouTube. Abonniert mir auf YouTube besser gesagt. Macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mir auf Instagram. Ich muss die ganz gerade so hocken, weil ich keinen Bock habe, meine Kamera einzustellen. Egal, folgt mir auf Instagram, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.